So, ich will mich zur Einleitung heute ganz kurz halten, weil ich über die heutige Platte sehr viel zu erzählen habe. Und zwar geht es um das verdammt gute Indie-Duo Cryco Loves Adana. Straight aus Hamburg kommt ihr neues Album Songs After the Blue. Los geht's. Wer schon ein bisschen länger den Blog liest, der wird sicher schon auf Cryco Loves Adana gestoßen sein. Ist eine Band, die ich sehr mag und auch schon ausführlich vorgestellt habe. Das Porträt hierzu habe ich euch nochmal verlinkt. Jetzt aber die Kurzform in Videoform. Das Duo aus Denise und Robert machen künstlerischen Indie-Pop, erst in Freiburg, dann in Hamburg und haben sich mit dem letzten Album ins volle Indie-Vergnügen gestürzt. Die letzte Platte kam nämlich auf Roberts eigenem Label Better Call Rob raus, was nicht nur Eigenständigkeit zur Folge hatte, sondern auch bewirkte, dass Robert sich immer mehr aus dem Songschreiben herauszog, Denise die Bühne überließ und sich eben dann eher so um das ganze Background-Gewusel kümmerte. Ach ja, fast vergessen, die beiden sind außerdem ein Paar, und zwar eines, das viel zu sagen hat. Es steht nämlich bereits die zweite Platte innerhalb eines guten Jahres an, und auf Songs After the Blue spinnen die beiden ihren bereits bekannten Sound weiter fort. Häufig hört man in Verbindung mit Cryco Loves Adana die Namen VXX und The Velvet Underground. Letztere aufgrund der besonderen Stimme von Denise, die tatsächlich einige Gemeinsamkeiten mit Nico aufweist. Den VXX-Vergleich kann ich persönlich nur bedingt nachvollziehen. Wahrscheinlich kommt er auch auf, weil auch Cryco Loves Adana sehr reduzierte und nicht wirklich schnelle Musik machen. Außerdem mischt das Hamburger Duo ähnlich wie die Londoner Hipster-Gang organische und elektronische Sounds. Und auch auf Songs After the Blue werden die einzelnen Tracks von elektronischen Drums angetrieben. Das ist meistens ein ziemlich simples Drumpad, über das dann mehrere analoge Synthesizer kommen. Vor allem leisten die irgendwie den Bass. Manchmal werden die Songs dann auch wirklich nur darauf aufgebaut. Häufig kommt aber noch ein Klavier dazu, ganz manchmal auch eine kleine verfremdete Gitarrenlinie, wie zum Beispiel in Rapture oder in Heaver. Und so sind die meisten Tracks der Platte Instrumente. Insgesamt aus genau 8 Tracks, die bis auf den letzten alle zwischen 3 und 4 Minuten lang sind und sich im Grunde auch alle ein wenig ähneln. Das klingt an sich jetzt erstmal wenig aufregend. Es wird es dann aber, wenn man realisiert, dass jedes Stück sich zwar dem großen Sound unterordnet, aber sein kleines Eigenleben entwickelt. American Boy ist zum Beispiel ein Mid-Tempo-Hit, der irgendwie mit nur 2 Synthi-Linien die großartige Melodie in den Vordergrund stellt. Und trotz des leicht schleppenden Tempos und des nicht so hohen, ja, des nicht, der hier nicht so hohen Geschwindigkeit irgendwie antreibt. Hamburg ist dagegen etwas experimenteller mit irgendwie verschiedenen Synthi-Sounds und einer etwas ausgetüfteteren Percussion. The Day the Internet Died basiert sich dann aber im Gegensatz dazu auf einem sehr simplen, ja, sehr simplen E-Piano-Akkorden und baut um diese herum einen schwebenden Track. Und dann gibt es auch ein bisschen klassischere Songs, wie zum Beispiel die beiden Klavierballaden Heather und Bloom. Alles, wirklich alles an dieser Platte ist Denise Ciszek. Die Sängerin, die ja übrigens auf dem Cover thront, hat die Songs alle selbst geschrieben, selbst aufgenommen und selbst produziert im Homestudio im Wohnzimmer. Das erklärt natürlich einerseits die reduzierte Instrumentierung, ist aber auf eine ganz andere Art und Weise auch sehr, sehr bewundernswert. Ich habe dann mich mal im Interview nachgefragt, das habe ich euch übrigens auch verlinkt, ob sich Cryco Loves Adana denn dann quasi gar kein Feedback von außen holen. Und die Antwort war tatsächlich, nö. Kein Feedback von außen, das entsteht quasi im Wohnzimmer, ohne irgendwie, dass dann ein Produzent was dazu sagt. Und ja, da finde ich, muss man mal Respekt aussprechen. Das ist wirklich real Indie und das ist heutzutage selten und ein großes Ausrufezeichen. Zwischen all der manchmal stählern wirkenden Elektronik ergreifen mich dauerhaft die Momente, in denen so eine kleine Piano-Melodie ertönt und das Ganze irgendwie ein bisschen vertrauter macht. Zum Beispiel in Resonating Truly, was eben nur mit elektronischen Percussions, einem Bass und der tiefen Stimme von Denise startet. Das ist irgendwie alles an sich schon schön und so, aber wenn dann die kleine Melodie auf dem Klavier dazu kommt, wird es eben besonders. Das ist es dann auch in dem Fall ein ganz, ganz simples Motiv. Das könnte wahrscheinlich sogar ich spielen. Aber es bringt in dem Moment den Song einfach auf eine ganz andere Stufe und dass das eben durch so was Simples passiert, finde ich besonders schön. Das gleiche passiert auch in den Tracks Bloom und Heaver, die ich eben schon als klavierbeladen bezeichnet hatte. Beide basieren auf einem wunderschönen Klavierriff jeweils. Bloom wird dann von so ganz sanften Percussions begleitet und stellt vor allem die geile Melodie in den Vordergrund. In Heaver hat noch die Gitarrenlinie ein Wörtchen mitzureden. Das sind auf jeden Fall meine 3 Tracks der Platte. Witzigerweise genau die drei, die nicht im
Voraus bekannt waren, also irgendwie als Single ausgekoppelt wurden oder im Pre-Order available waren. Ja, was ich daraus jetzt für Schlüsse ziehen soll, weiß ich auch nicht. Vielleicht sollte ich das mit der Karriere als Musikblogger doch aufgeben. Egal, das ist nicht das Thema. Songs After the Blue ist definitiv kein fulminantes Energiemonster, was man irgendwie hören sollte, wenn man super euphorisiert ist. Gleichzeitig würde ich aber auch nicht so weit gehen und sagen, dass die Platte nur etwas für die deprimierenden und traurigen Momente ist. Ich denke, das Album ist aufgrund seiner Reduziertheit und seiner Zerbrechlichkeit schon eher eines für den persönlichen Gebrauch, also welches eines, was man alleine oder vielleicht auch in der Familie zu zweit, dritt oder viert hören sollte. Auf jeden Fall kann man die Platte gut anmachen und gleichzeitig ein bisschen über die Welt und das Leben und so weiter nachdenken. Und trotzdem, und das ist das Schöne, trotz der melancholischen Stimmung muss das nicht unbedingt irgendwie deprimierend sein, weil dann eben doch hin und wieder diese befreiende Melodie aufkommt, in der dann irgendwie Licht zu entdecken ist. Ihr versteht, was ich meine? Ich hoffe doch. Das war's von mir und hier. Viel Spaß mit Cry Call of the Dana und bis dann.